Was geht, ihr verknallten Köter? Wisst ihr, welcher YouTuber uns wirklich gegen den Strich geht? KuchenTV. Im echten Leben wird er laut Hörensagen auch Tim Held genannt, eine angeblich legendäre Kultfigur der Meinungsblogger-Szene, welcher jedoch in unserem Weltbild nicht ganz so giraffengeil ist, wie die meisten seiner degenerierten Anhänger es behaupten. Nun werden wir in einer pfundigen Argumentationskette euch genau das halt näher bringen. Standpunkt Nummer 1. Laut eigenen Aussagen sei Tim H. seit geraumer Zeit Anhänger der Burschen- und Kinderliebe. T. Held versucht mit seinem theatralisch frivolen Auftreten den vorher genannten Punkt als Jokus zu retuschieren. Unseres Erachtens nach gehört die Kinderliebe, im Volksmund auch als Pädophilie tituliert, als sexuelle Praktik verboten. Im Grunde genommen müssen wir diesen Tagesordnungspunkt nicht weiter beleuchten, da KuchenTV in seinen obszönen Videos nur allzu oft diese Form von Humor praktiziert. Natürlich haben wir es uns nicht nehmen lassen, ein paar Quellen in der Videobeschreibung zu verlinken, in denen ihr euch selbst ein Bild von diesem kinderliebenden Scheusal machen könnt. Dort werdet ihr ganz genau erkennen, dass hinter diesem Humor nichts als die blanke Wahrheit liegt. Da wir uns jedoch in einem Kurzvideo befinden, werden wir diesen Punkt nun als abgehakt erachten. Solltet ihr ein Verlangen nach noch mehr Argumenten oder auch Beweisen verspüren, würden wir dies in einem weiteren Video tiefer abarbeiten. Nun kommen wir aber zu Standpunkt Nummer 2. Da wir überaus politisch korrekte Menschen sind, ist uns KuchenTVs ideologische Ausrichtung sauer aufgestoßen. Mit Hetztiraden gegenüber der jüdischen Minderheit, demagogischen Aussagen gegenüber Nahostflüchtlingen und auch rothaarigen Kindern hat er mehrmals bewiesen, dass er in seiner eigenen chauvinistisch rechtsverpesteten Welt lebt. Er ist ein aktiver Unterstützer der Alternative für Deutschland und der Pegida Braunschweig. Gerüchten zufolge hat er syrische Asylanten als Bombenleger, Kanaken, Dreckspack oder auch Rapefugees beschimpft. Solltet ihr diesen Kanal aktiv verfolgen, wäre es auch absolut Zeitverschwendung, diesen Punkt weiter zu erläutern. Diese Punkte waren jedoch weitaus nicht die schlimmsten Humanverbrechen, die er begangen hat. Die schlimmsten Punkte haben wir in dieser Liste zusammengetragen. Anzumerken ist hierbei, dass dieses Ranking auf einem userbasierten Voting entstanden ist. Vielen Dank an euch nochmal, die Community, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dabei mitzumachen. Und hier sind die Top 10 der Verbrechen gegenüber der Menschlichkeit von Tim Held. Nummer 1. Verstoß gegen das Kriegswaffengesetz. Nummer 2. Ausbildung paramilitärischer Truppen, die sogenannte Kuchenarmee. Nummer 3. Vergewaltigung, laut ihm ein Klassiker. Nummer 4. Hochverrat. Nummer 5. Falschparken. Nummer 6. 7 unbestätigte Giftgasangriffe auf zivile Einrichtungen. 3 von diesen waren Asylantenheime. Nummer 7. Plünderung und Brandschatzung in 5 deutschen Ländereien. Nummer 8. Verstoß gegen den Versailler Friedensvertrag von 1919. Nummer 9. Sodomie an noch nicht sexuell ausgereiften Tieren. Und schließlich die Nummer 10. Vorher jedoch noch ein paar kleinere Vergehen. Unerlaubtes Entwenden einer Pfandflasche aus einem Müllbehältnisses. Vollverschleierung der Öffentlichkeit laut unbestätigten Quellen als politischer Protest und im Kreisel rechts überholt. Nun aber die von euch heiß erwartete Top 10. Nummer 10. Thermonuklearwaffenhandel an IS-Schläferzellen. Darunter befindet sich wohl auch der Abu-Chaka-Clan. So Leute, wir hoffen, dass wir euch ein wenig über die Intrigen und Vergehen KuchenTVs aufklären konnten. Bildet euch nun eine eigene Meinung über Tim Held, natürlich unter Vorbehalt dieses Videos. Bis zum nächsten Mal!